Today we're in Kiel, Germany, and I'm searching the boat for all our empty containers for our special shopping experience. We are shopping at Unverpackt, Germany's first packaging-free grocery store. We ask founder and owner Marie Delaperrière why she got started. Als fünfköpfige Familie dann eingekauft und dann hatte ich ja dann immer sehr viel Verpackungsmüll danach ein Einkauf. Und dann dachte ich, das hat mir immer genervt. Bea Johnsons book Zero Waste Home inspired her to open a shop where you bring and weigh your own container, fill it and then pay. Ich habe wie am Anfang mit 250 Produkten angefangen und ich bin jetzt über 600 Produkte. Also das hat langsam angefangen, aber die Progression war sehr gesund und es ist ja immer nach oben gegangen. Und ich denke, das hat ja gar nichts zu tun mit so wie die Gewohnheiten. Man muss ja dann erstmal so abtesten, ist ja was für mich, komme ich ja damit gut klar und. After our shopping is done, we ask Marie what her message is for others. Auch kleine Samen können ja zu Bäumen und Wäldern werden. Das heißt, wenn jede etwas macht, dann kann wirklich die Bewegung erreicht werden und nicht meckern, nicht nur meckern oder warten, dass der andere was macht, sondern selber etwas anpacken.